Ich begrüße jetzt bei mir im Studio einen der besten westlichen Kenner Nordkoreas, Rüdiger Frank, er ist Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Uni Wien. Damit vielen Dank fürs Kommen. Herr Professor Frank, Sie waren immer wieder in Nordkorea, zuletzt vor etwa einem Jahr. Ich möchte gerne mit diesen letzten Bildern beginnen, die wir da gesehen haben. Das ist eine der grausamsten Diktaturen der Welt. Und da sehen wir für uns doch schwer verständliche Bilder von verzweifelnd trauernden Menschen. Das werden ja nicht lauter Parteifunktionäre sein. Ist das ein ganzes Land quasi im kollektiven Stockholm-Syndrom, in dem sich die Gefangenen mit ihrem Geiselnehmer identifizieren, weil sie nichts anderes kennen? Für einige trifft das sicherlich zu, aber mit Sicherheit nicht für die große Masse der Menschen in Nordkorea. Die Trauer 1994, als Kim Il-sung gestorben ist, war sicherlich echter als jetzt, wo es um seinen wenig charismatischen Sohn Kim Jong-il geht. Wichtig ist aber, dass man auch den Nachbarn und den Beobachtern gegenüber, die um einen herum sind, zeigt, wie sehr man trauert, und dadurch entstehen dann solche Bilder. Nun wurde der jüngste Sohn von Kim Jong-il als Nachfolger verlautbart. Die Nordkoreaner und auch die Welt kennen ihn erst seit letztem Jahr. Ist diese Machtübergabe tatsächlich so geräuschlos und klar, wie sie von außen wirkt? Das ist die ganz große Frage, die wir uns alle stellen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass es geräuschlos und problemlos abläuft. Es gibt große Fragen, was die Unterstützung von Kim Jong-un anbetrifft durch die Elite in Nordkorea. Sein Vater hatte wenig Zeit für ihn, eine Machtbasis aufzubauen, und davon wird letztlich das Schicksal Nordkoreas abhängen. Ob es gelingt, Kim Jong-un zum neuen Führer zu machen, oder ob vielleicht eine andere Möglichkeit greift. Warum denn überhaupt diese dynastische Thronfolge innerhalb der Familie? Das ist ja in kommunistischen Regimen ganz ungewöhnlich. Ja, es ist das Problem in jeder Diktatur, dass sie jemanden finden müssen, der kompetent ist, dem sie gleichzeitig vertrauen können als Diktator. Und da bleiben relativ wenige Möglichkeiten. Wenn jemand zu ambitioniert ist in ihrem Umfeld, wird er zu einer Bedrohung, sodass letztlich dann als natürliche Option nur mehr die Familie übrig bleibt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt zu internen Machtkämpfen kommt, möglicherweise auch zu einem Politikwechsel? Die Möglichkeit, dass es zu internen Machtkämpfen kommt, ist in der Tat gegeben. Da ich, wie ich sagte, wir wissen nicht, ob Kim Jong-un wirklich die Macht erhalten wird. Wir wissen auch nicht, in welcher Form das sein wird. Ob er alleine regieren wird oder ob er als Teil eines Kollektivs herrschen wird. Da könnten dann Verteilungskämpfe um Plätze in diesem Kollektiv stattfinden. Letztlich ist auch die Frage, inwiefern die Partei den selbst erhobenen Anspruch, Königsmacher zu sein, wird aufrechterhalten können in einem Land, das ja auch sehr stark vom Militär bestimmt ist. Weil Sie beide gerade ansprechen, kann man überhaupt von außen sagen, wo da die Machtzentren sind in diesem Regime? Ist es die Partei, ist es das Militär? Gibt es ein anderes Machtzentrum? Also meiner Ansicht nach ist es schon die Partei, die ja letztlich auch das Militär kontrolliert, weil sämtliche Offiziere sind ja auch gleichzeitig Parteimitglieder. Es ist allerdings schon so, dass in der Vergangenheit, gerade seit der Invasion der USA im Irak, eine Militär-zuerst-Politik, Songun heißt das auf Koreanisch, in den Vordergrund getreten ist, was im Westen dann auch als Übergewicht des Militärs gegenüber der Partei gewertet worden ist. Aber gerade in den letzten Jahren sehen wir Tendenzen, die wieder zurück zur Partei schwenken. Und auch im offiziellen Nachruf, der bis jetzt nur auf Koreanisch vorliegt, ist immer wieder von Juche-Ideologie die Rede. Das ist also die offizielle ideologische Linie, und nicht so sehr von Militär-zuerst-Politik, die das Militär in den Vordergrund stellen würde. Nun ist Nordkorea das wahrscheinlich abgeschottetste Land der Welt überhaupt. Es gibt kein Internet, es gibt kein internationales Fernsehen, kein internationales Radio. Kann es in so einem Land überhaupt so etwas wie einen nordkoreanischen Frühling geben? Das ist sehr schwer vorstellbar. In Ostdeutschland hatten wir 1989 das Westfernsehen, das quasi Signale an Massen von Menschen gleichzeitig schicken konnte. In Ägypten, Tunesien hatten wir das Internet, Facebook, Twitter. Gibt es in Nordkorea alles nicht. Was es wohl gibt, sind ungefähr 1 Million Handys, ein relativ neues Phänomen. Und wie sich das auswirken wird, das werden wir abwarten müssen. Was es auch gibt, ist eine riesige Armee. Nordkorea ist ein kleines Land, nur 1,5 Mal so groß wie Österreich, gerade 3-mal so viele Einwohner, hat trotzdem die 4. größte Armee der Welt, ist bis an die Zähne bewaffnet. Jetzt ist in Südkorea die Armee auch sehr groß, in Alarmbereitschaft versetzt worden. Nervosität in der Region ist enorm. Wie groß ist die Gefahr, dass es zu irgendeiner militärischen Eskalation kommt? Nun, die Gefahr ist sicher gegeben. Wenn die Lage in Nordkorea innenpolitisch sich verändert, wenn Kim Jong-un möglicherweise Sorge hat, dass er die Lage nicht unter Kontrolle hat, könnte er zum Mittel der militärischen Provokation greifen, um quasi auf dem Wege einer von außen, einer künstlich herbeigeführten äußeren Bedrohung, das Land um sich herum zu scharen. Falls die Lage komplett außer Kontrolle gerät, wissen wir nicht, was mit den Waffen, insbesondere den Atomwaffen, passiert. Also Risikofaktoren gibt es hier viele, und da kann man eigentlich nur auf das Beste hoffen. Klingt aber ziemlich explosiv, was Sie da sagen.
Ja, man muss der Realität in die Augen sehen. Das machen die Regierungen von Japan und Südkorea offensichtlich auch, sonst hätten sie ihre Truppen nicht mobilisiert. Herr Professor Frank, vielen Dank für diese Einschätzung.